Yo, ho, ho, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Deadlight. So, wir müssen Ben retten und zwar ganz schleunigst und natürlich sind hier wieder lauter Zombies. Juhu! Ich habe ja sonst keine Sorgen, ne? So, schneller. Warte mal, so einen einzelnen Zombie kann ich... Obwohl, fuck, die anderen kommen schon nach. Hilfe. Kann ich damit irgendwas? Ah! Aber die anderen kommen nicht nach. Irgendein Bericht über unvorhergesehenes Protokoll. Ach so, ein Protokoll, was man machen soll, wenn das Militär so nichts anderes mehr machen kann. Irgendwie sowas. Naja, ihr könnt es ja lesen. Ihr könnt nämlich auf Pause drücken, dann könnt ihr es in Ruhe durchlesen, was hier eben stand. So, das Medipack kommt gerade mal ganz gut zur Abwechslung. Meistens verrecke ich ja entweder oder volle Lebensenergie. Und jetzt aber schnell, schnell, schnell. Ben, 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 Ben. Ich komme. Ich eile. Warte mal, da ist noch irgendwas. Ich weiß, ich wollte eigentlich eilen, aber. Food supplies that I was keeping in the shelter and that the soldiers of the city defended with their lives. Nahrungsvorräte. Now these rebels have them at will. Ben, old friend, I found you. Komm her. Wehe, ich hoffe, Ben ist noch nicht gebissen. Okay, und jetzt stirb, du Drecksvieh. Ben, you old fox, wake up. What happened? They knocked you out cold. I think I gave as good as I got. I told you I'd meet back up with you, didn't I? They took Stella, Randy. They're crazy. They're rebuilding by force. They're killing anybody that doesn't fall in line. What about my family? Have you seen them? I haven't seen anybody. They strung me up when I wouldn't go along. They took Stella somewhere else. Some kind of home base. If they've got your family, that's where they'll be. What about the safe point? It's all a lie, Randy. There ain't no safe point. They're just using it to round people up and take them somewhere else. Then we have to get out of here. We have to find them. Let's go, buddy. I don't have the strength. You have a pretty deep cut, and you've lost a lot of blood. Look, Randy, a Christmas present. Yeah. You won't be able to fly in this condition. We need to stop the bleeding. You'll have to wait for me here. I need to look for something to fix up those wounds. Today is my lucky day. What are you talking about? Even someone like me would believe in God on a day like today. Look behind you. Oh, das ist mal praktisch. Ein Krankenhaus. Sit tight, Ben. I'm gonna get you some help. I'll be back as quick as I can. Gut, jetzt müssen wir also Ben ein paar Medikamente holen. Und soll ich nicht die Tür schließen? Würde Sinn machen, oder? Aber nö. Damn it. There's gotta be a first aid kit and some meds around here somewhere. Warum hast du nicht einfach mal ein bisschen mitgenommen von den tausenden Kästen, die ich überall gefunden habe? Or he'll bleed out. Ah, und wir haben wieder Kugeln. Sehr cool. Und zwar für beide. Jawohl. Das ist schon mal beruhigend. Und dann befürchte ich auch, dass wir sie gleich brauchen werden. In so einem Krankenwagen könnte da nicht was drin sein, obwohl der dürfte schon geplündert sein, ne? Wahrscheinlich. Ha, warte, er schaut mal rein. Eine Broschüre über die neue Grippe und was man dagegen tun kann. Neue Krankheiten überraschen unsere Körper, doch es hat immer ein Heilmittel gegeben. Früher jedenfalls. Ja, hier ist das einzige Heilmittel was anderes. Ja, Hölle. Das passt leider. Und natürlich überall Zombies, selbstverständlich. Eine neue Tagebuchseite. Okay. 3. Mai ist schon ein Weilchen her. 3. Mai. Ben und ich haben eine seltsame Entdeckung gemacht. Wir haben uns heute im Keller einer Klinik versteckt. Hier sind wir sicher, meint Ben. Wir sind von den anderen reingegangen und es roch übel hier drin. Auf dem Boden waren überall Insekten, Hautfetzen und Haare. Überall Haut und Haare. Und in der Mitte des Raumes sah ich zwei tote Hunde. Zwei Hunde, die ebenfalls nach einem sicheren Versteck gesucht haben, dachte ich. Sie haben sich im Kampf um ein Stück verrottetes Fleisch gegenseitig totgebissen. Und ich fragte mich, ob uns dasselbe Schicksal erwarten würde. Aber sie haben nicht um das Fleisch gekämpft, da habe ich mich geirrt. An diesem Ort war nichts, was man essen konnte. Da gab es nur etwas Medizin, Seren, Tabletten. Sie haben bis zum Tode gekämpft, aber sie sind an einer Überdosis gestorben. Sie waren die ersten Hunde, denen eine nutzlose Morphiumampulle zwischen den Fangzähnen steckte. Was? Morphiumampulle zwischen den Fangzähnen? Was zum...
Okay. Seltsame Sachen gehen hier vor, Randy. Wir müssen auf jeden Fall rausfinden, was das ist. Dann also mal hier durch dieses Krankenhaus kämpfen. Das kann ja ein Spaß werden. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Natürlich fällt's runter. Shit. Kugeln. Brauche ich jetzt auch. Komm her. Hörst du? Das gibt's einfach nicht. Hier, komm. Ein bisschen Munition sparen. Und jetzt? Ah, hätte ich auch gleich machen können. Verdammt. Egal, zu spät. Aber so, ich habe immerhin zwei Kugeln gefunden. Was haben wir hier? It seems that someone left a message on a recording machine. Könnt ihr die Nachricht verstehen? I've locked up some of them in the maternity ward. I keep researching. I keep advancing. I keep learning from this disease. Okay, ich verstehe. Gut, machen wir den Kram mal aus. Ist ja gruselig. Also, das war ein Wissenschaftler, der anscheinend diese ganze Infektion untersucht hat, dadurch sogar ein paar Zombies eingesperrt hat, was mich übrigens sehr an I Am Legend erinnert, der auch, wo Will Smith in seiner Rolle als Arzt auch die ganzen Zombies eingesperrt hat, um sie zu untersuchen. Und er ist bis jetzt einfach nur sehr, sehr, naja, begeistert quasi, als typischer Arzt, was für eine unglaubliche Macht hinter dieser Krankheit steckt, weil das menschliche Immunsystem einfach mal null Chance hat. Oh, shit! Wie blind bin ich eigentlich? Wow! Das war mal ein geiler Sprung. Ich wusste es nicht mal. Das wusste ich wirklich nicht. Ich bin einfach gesprungen. Aber der Sprung hat mir, glaube ich, das Leben gerettet. Von daher war alles in Ordnung. Was geht hier? Achso, jetzt muss ich jetzt hier lang. Ah, okay, verstehe. Obwohl, muss ich gar nicht, ne? Halt, Moment. Ich kann hier hoch. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Oder es gibt da unten was. Moment mal. Vielleicht doch besser erst nach unten. Ja, hier gibt's bestimmt irgendwas. Was zum... Get out of my head. Psycho! These memories. These thoughts. It hurts so much to think about my Lydia. Ja, es muss wehtun. Macht Sinn. Haben wir hier was? Maximale Gesundheit erhöht. Na, endlich mal was Sinnvolles. Doch, Zeit. Kann ich gut gebrauchen. So. Und dann machen wir das also nochmal, was wir eben schon gemacht haben. Diese Leiter da hochklettern. Zum Glück habe ich unten nochmal geschaut, hä? Ja, weiter hoch und noch einen schicken Satz weiter. Wollen wir mal hoffen, dass wir schnell diese Medikamente für Ben finden. Ich will mich nicht hier ewig aufhalten. Wartet mal, da haben wir was. Ein merkwürdiger Brief des Arztes, der die Krankheit im Krankenhaus untersucht hat. Seine Einschätzung lautet, diese neue Krankheit macht uns unsterblich. Was zum... Das ist deine Diagnose? Na klasse. Okay, ich will mir gerade ein bisschen Zeit gewinnen. Tja, tut mir leid, Zombies. Ich hatte andere Pläne. Verdammt, wie komme ich denn hier weiter? Ah, ich muss das schieben. Von daher war das schon ganz gut, dass ich die Munition quasi verschwendet habe. Moment mal. Muss ich vielleicht noch etwas näher? Ja, ich glaube, etwas näher ran ist doch cleverer. Genau, perfekt. Aber erstmal. Ah, noch eine Botschaft? Another recorded message of this doctor. The disease suspends time. It makes us permanent. That's the word. It looks like that doctor found what he was looking for. Ja, diese Unsterblichkeit, davon spricht er wieder. Unendlichkeit. Er ist anscheinend sehr schwer begeistert davon. War natürlich klar. Typisch Ärzte und fuck die fucke fuck. Sau uncool.
Weil ich glaube, diesen Sprung schafft er nicht. Von daher sollten wir besser rennen. Zack, und ja, ganz schnell. Ganz schnell, Randy. Puh, knapp. Na, ist das hier was für Ben? Will mal hoffen. Ich brauche. Zum Glück geht's mir gut und ich brauche nichts daraus. Hallo, für Ben. Schlepp das Scheißteil mit. Ah, ist wohl zu kompliziert, ne? Na, egal. More and more recordings made by that crazy doctor. Naja, irgendwer muss es tun, ne? War doch klar, dass irgendein Arzt sich das sofort zur Brust nimmt und denkt, daraus irgendwas Gutes für die Menschheit schließen zu können. Achso, nee, ich muss anscheinend hier. Oh. Ach, da will er sich festhalten? Was zum. Oh mein Gott. Jetzt aber schnell, schnell, schnell. Randy, das ist ein Einwegticket. Boah, Hilfe, Hilfe. Na, Zombie? Halt! Ey, das ist so unfair. Okay, komm hier. Die Kugel habe ich über. Jetzt stirb. Geht doch. Schnell die Knarre noch nachgeladen und hier haben wir wieder was. Ein Ausschnitt aus dem Magazin Wissenschaft und Medizin, in dem es um das Klonen von Menschen geht. Zu den ethischen Ängsten, die der Artikel behandelt, gehört die Verarmung unseres genetischen Erbguts. Kann es denn noch ärmer werden? Echt mal. Unser genetisches Erbgut ist sowieso schon ein wenig gefickt, aber naja, egal. Fuck! Ja, alle in schön in einer Linie bitte. Wir haben nicht ewig Zeit. Fuck! Das war gut. Egal, scheiß drauf. Wir haben nicht ewig Zeit. Wow! Okay, den Sprung wird er wahrscheinlich schaffen, aber ich schau mal. Ah, perfekt, die Apotheke. Okay, find was, bitte. Gott sei Dank. Okay, jetzt aber schnell raus hier. Okay. Einen guten Satz. Ach, da oben ist was zum Festhalten. Ich dachte schon, er muss den Sprung schaffen. Ja, kommt. Ich warte. Und für dich mache ich hier das Sonderpaket. Ah, okay, gut. Wir kommen weiter. Huch, da ist gerade noch einer weggekrabbelt. Na, ein Versuchsobjekt? Der Ausdruck eines Fremden, einer Fremden. Ihr Name lautet Carla L. Homolka. Oder Omolka, was auch immer. Naja, scheint Amerikanerin zu sein, dem Bild nach zu urteilen. Gut, also hier weiter entlang. Oh Mann. Ich will raus aus einem Krankenhaus. Aber wenn es Orte gibt, die in Horrorspielen immer schlecht sind und immer mies, dann ja wohl Krankenhäuser. Da gibt es immer nur schlimme Sachen. Ah, das hat so eklig gewackelt, habt ihr das gehört? Sehr unangenehm. Vielleicht gibt es da unten auch wieder was zu holen, aber ich glaube fast nicht. Egal, wir müssen weiter. Oh, hier ist auch zur Abwechslung schon mal was eingestürzt. Sehr beruhigend. Aber ich muss wohl doch weiter runter. Die Uhr des Arztes, der sich auf die Unsterblichkeit gefreut hat. Sie ist um 0.02 Uhr stehen geblieben. Hm. Das ist bestimmt eine Filmanspielung oder sowas. Das andere fällt mir nicht ein. Oh, shit. Oh, shit, 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 shit. Aber was ganz Neues. Wegrennen. Oh, shit. Das gibt's nicht. Schnell, weiter, 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 weiter. Ja, raus aus dem Fenster, Mann. All this should make you feel better. I think so, Randy. I think I'm feeling better. Although I would have liked to see one of those nurses show up from back in the old days. Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air we'll be able to... find her! Ben, are you okay? I'm a little dizzy. And I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved. Not around anymore. We're alone. Look, Randy, the safe point.
You should be able to find them from there. At least I brought you this far. Ben, are you okay? Ben! Ben! Wake up! Das haben wir wohl noch mal knapp überlebt, hä? Oh nein. Eine Ultra-Horror-Traumvision, Hilfe. Was uns hier wieder für Schrecken erwarten aus Randys irrem Kopf, erfahren wir es gemeinsam beim Psycho nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt, Let's Play Deadlight. Mein Name ist Alex, bis dann!